Okay. Interessant. Na gut. Reden wir mal mit dem Rechts. Hier gibt es kein Durchkommen. Ich lasse nur die Vampirdiener durch, nachdem sie das Rennen beendet haben. Ich gebe und ich will, verstanden, ne? Nun, wenn ihr kein Interesse mehr an dem Rennen habt, bitteschön. Schon gut, ich wollte dir nur meinen Standpunkt deutlich machen. Kann ich das jetzt trotzdem durch? Nein. Willkommen, willkommen! Ihr seht aus, als wärt ihr gut betucht und gewillt, an den Rennen teilzunehmen. Wie laufen diese Rennen ab? Nun, es ist relativ einfach. Ihr zahlt eine Startgebühr und schickt einen Vampirdiener ins Rennen. Ihr selbst dürft nicht teilnehmen, das wäre ja zu einfach. Und auch nicht besonders spannend. Denn schließlich geht ihr um Leben oder Tod. Da fehlt das S. Und ein toter reicher Vampir bringt mir kein Geld. Also schickt ihr einen Vampirdiener ins Rennen. Ihr müsst schnellstmöglich eine mit Fallen und Feinden besteckte Strecke entlanglaufen. Jede dieser Fallen ist absolut tödlich. Ihr setzt also eine gewisse Summe final darauf, dass euer Vampirdiener lebend und mit ausreichender Geschwindigkeit an das Ende der Strecke gelangt. Je Durchlauf gibt es eine Maximalzeitspanne, in der euer Vampirdiener im Ziel angekommen sein muss. Sollte er in den Fallen sterben, ist euer Einsatz verloren und ich behalte euren Einsatz. Das klingt nach einer unterhaltsamen Angelegenheit. Da willst du nicht wirklich mitmachen, Oskar. Also genau genommen macht dann nur mein Diener mit. Ganz genau. Also, wenn ihr mitmachen wollt, kommt mit einem Vampirdiener und sprecht mich erneut an. Ob Vampirmagier oder Vampirkrieger ist dabei egal. Pro Gewinnstufe müsst ihr übrigens nur einmal bezahlen. Sollte euer Vampirdiener sterben, könnt ihr in der gleichen Gewinnstufe beliebig viele weitere Vampirdiener in den Tod, ins Rennen schicken. Da seid ihr wieder. Sehr schön. Und ihr habt einen geeigneten Vampirdiener dabei. Seid ihr bereit für das Rennen? Wie hoch ist der Einsatz? Euer Einsatz beträgt 3000 Filar. Wollen wir beginnen? Ich fürchte, so viele Filar bin ich nicht dabei. Nun, das ist schade. Dann kommt wieder, wenn ihr genug Filar dabei habt. Okay. Das ist wirklich schade. In dem Fall behalte ich den Vampirkrieger? Nein, ich werde ihn opfern, Leute. Zuflucht. Thronsaal? Ich möchte ihn ablegen. Ich kann ihn nicht mehr ablegen? Das ist jetzt blöd. Kann ich ihn trotzdem opfern? Nö. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich wollte eigentlich eine Kriegerin, eine Magierin haben. Jetzt habe ich einen Krieger. Und ich kriege ihn nicht mehr weg. Kann ich ihn im Kerker ablegen? Hier
Hier geht es nicht. Hier könnte ich jetzt auch Vampire aufnehmen. Kann ich den Vampir wieder hier ablegen? Nein. Das ist meine Silberkammer. Das ist jetzt blöd. Und das hier müsste die Menschenkammer sein. Das ist jetzt richtig blöd. Ich krieg den nicht mehr raus. Das ist sehr blöd. Sanitäter? Hä, Blutung bei allen Verbündeten. Lol. Okay, ich google mal kurz, Leute. Wie kriegt man einen Vampirkrieger wieder aus der Gruppe raus? So, wie geht das? Ich finde nur etwas für Vampires dann 1, Leute. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. Man kann offenbar, oder ich weiß zumindest nicht wie, vielleicht wisst ihr es ja, Leute, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, wie kann man ein Gruppenmitglied entfernen? Wahrscheinlich muss der jetzt echt sterben, oder wie? Habe ich auch keine Lust, ich will ihn opfern! Mist! Warum muss ich nur so wenig Geld haben? Ich hatte 30.000, vielleicht hätte ich doch nicht so viel kaufen, Heiltränke kaufen sollen, aber es ist geil, so viele Heiltränke zu haben, Leute, deswegen habe ich es gemacht, Mann! Optionen vielleicht? Nein. Speichern auch nicht. Questlog, Zauberruhen. Hat der Zauberruhen? Nein. Emotionen, Status, Ausrüstung, Fähigkeiten, Gegenstände. Mann! Ich will ihn wieder weghaben. Bin ich in ihm drin. Ich drücke Enter, aber es geht nichts, Leute. Ach, Mist. So ein Mist. Eigentlich wollte ich ihn jetzt opfern. Ach, Mann, 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 Mann. Okay, egal. Ah,
meiner Ursprungsposition. Dann müsste ich in die Halle der Opferung kommen, glaube ich, oder? Oder komme ich jetzt dorthin zurück, wo ich draußen war? Halle der Opferung. Ja, ist auch okay. Dann machen wir das so. Das ist, glaube ich, sowieso der kürzeste Weg nach draußen. Okay. Also wir können die eine Quest nicht machen. Die hier, weil wir zu wenig Geld haben. Das hier ist noch ein bisschen zu stark für uns. Das auch. Das, da haben wir erst zwei Bücher gelesen. In Askas Schloss gäbe es noch ein Buch. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Und Hauptgeschichte ist Reise zum Gasthaus von In Linnak. Ja oder nein? Ach ja, machen wir das. Wir gehen jetzt ins Gasthaus. Wenn sie uns angreifen, machen wir sie fertig, Leute. Wir werden sie sowieso früher oder später fertig machen. Wenn sie uns nicht angreifen, wird der Rechte zuerst sein. Oh, ich wollte davor speichern. Eine Barriere. Das ist der Ort. Das bedeutet nichts Gutes, my lady. Ich spüre, dass hier ganz andere Kräfte am Werk sind als Vampire. Reißt euch zusammen, Sir Baltur. Das ist genau der Ort, den ich gesucht habe. Hört mir zu, Lady Nyria. Sieht das für euch aus wie ein Freudenhaus? Das ist irgendeine verlassene Burg. Wir verschwenden unfassbar viel Zeit. König Gardor wird uns bei unserer Rückkehr hinrichten lassen. Habt ihr Angst? Dies muss der Ort sein, den ich gesucht habe. Die Wegbeschreibung war eindeutig. Die Wegbeschreibung? Wer zum Teufel hat euch hierher geführt? Das spielt jetzt keine Rolle. Passt lieber auf, dass wir in keinen Hinterhalt geraten. Wir müssen jetzt sofort gehen, Lady Nyria. Das hier ist eine verdammte Sackgasse. Hier finden wir überhaupt keine Hinweise. Sagt mir lieber, was das hier ist. Völlig unwichtig. Wir verlieren Zeit. Lasst uns endlich gehen. Irgendeine Art von magischer Barriere. Sie ist undurchdringlich. Vielleicht gibt es hier einen Knopf oder einen anderen Radmechanismus. Wie lange wollt ihr danach suchen? Vermutlich gibt es keinen Weg für uns hinein. Wir verschwenden nur mehr und mehr Zeit. Viele weitere hilflose Frauen aus unserer Armee und aus den Dörfern verschwinden. Kommt her und hilft mir, den Weg hineinzufinden. Nein, Lady Nyria. Das hat doch keinen Zweck. Bitte hört mich an. Wir müssen weiter. Egal, was hier zu finden ist. Es ist mit Sicherheit nicht die Lösung für unser Problem. Hört sofort auf zu jammern und hilft mir. Hier drin ist genau das, was ich suche. Was ihr sucht? Wovon redet ihr? Kommt her und hilft mir, diese magische Barriere zu beseitigen. Es gibt keinen Weg für uns hinein. Zumindest keinen, den wir ohne tagelange Suche finden können. Falls wir ihn überhaupt jemals finden. Hört auf, dort rumzustehen und hilft mit! Nein, bei allem Respekt, my lady. Ich gehe jetzt und suche nach echten Hinweisen zu dem Verschwinden unserer tapferen Frauen. Kommt her und helft mir! Bitte, so hört mir doch zu! Dort gibt es keinen Weg hinein für uns. Und es gibt auch nichts dort drin, was uns weiterhelfen könnte. Ich befehle euch, mir sofort zu helfen, oder dies wird für euch Konsequenzen haben. Ich gehe nicht fort, bis ich habe, was ich brauche. Konsequenzen?
Wie könnt ihr so etwas nur andeuten? Ich bin der loyalste Krieger, den ihr je an eurer Seite habt kämpfen lassen. Umso weniger verstehe ich euren jetzigen Widerwillen, mir zu helfen. Ich bin nur wegen dem hier, was sich in diesem Gebäude befindet. Und wenn ihr mir jetzt nicht endlich helft, entbinde ich euch von allen Rechten, die ich euch aktuell gewähre. Das würdet ihr nicht tun. Und ob? Ich muss hier rein, also helft mit. Sonst braucht ihr nie wieder zu Schlossuhren zurückkommen. Ihr würdet mich zu einem Rechtlosen machen? Wegen einer verdammten magischen Barriere? Nach all den Jahren meiner loyalen Treue? Unterschätzt nicht meinen Willen, dieses Gebäude zu betreten. Und ich bin eure Befehlshaberin, nicht umgekehrt. Entscheidet euch, helft mir oder verschwindet für immer. Verdammter Mist, das darf nicht wahr sein. Also, wie lautet eure Entscheidung? Das alles wird in einer verdammten Katastrophe enden. Verflucht, mir bleibt wohl keine Wahl. Na also, dann kommt her. Was zum Teufel? Die Barriere ist verschwunden. Seid ihr auf irgendeine Trittplatte getreten? Ich rate euch dringend davon ab, dort reinzugehen. Unser Eintreten wird sicher nicht willkommen sein. Ihr habt nicht mehr ansatzweise genug Männer dabei, um einen Hinterhalt zu überleben. Hört auf zu reden und bereitet euch vor. Wir treten jetzt ein. Verdammter Mist. Das sieht wie ein Gasthaus aus. Dann lasst uns hineingehen. Das ist keine gute Idee. Ein Haufen abtrünniger Vampire wird uns wohl kaum wohlgesonnen sein. Wir werden jetzt herausfinden, was es für ein Schild ist, den wir in deinem Versteck gefunden haben, Elaine. Ich brauche wohl kaum erwähnen, dass ein unauffälliges Vorgehen unsere Überlebenschance deutlich erhöhen würde. Hier ist offenbar das Gasthaus. Dann lasst uns mal schauen, ob einer dieser dreckigen Vampire weiß, wo der Schild stammt. Ich hoffe, uns erkennt niemand, sonst bekommen wir ein Problem. Ach, wir speichern uns einfach mal. Oh, interessant. Hört her, ihr Mann! Wer von euch hat schon mal diesen Schild gesehen und kann mir sagen, welcher Menschenabschaum solche Schilder verwendet? Sehr unauffällig, Aska. Wen haben wir denn hier? Das größte Stück Dreck, das es jemals gewagt hat, hier reinzuspazieren. Du willst wohl meine Klinge spüren, Wurm. Haha, dein Ruf eilt dir voraus, Mistkerl. Zig Vampire, deren Kontrolle du verloren hast, haben bereits von deinem Zustand berichtet. Ein erbärmlicher Schwächling bist du jetzt. Er könnte dir in einer Sekunde nicht deinen Schädel, sondern auch deine Gliedmaßen abschlagen. Du verdammter Haufen Mist. Jetzt redet sogar schon eine wertlose Schlampe für dich. Was für eine Witzfigur bist du geworden, Aska? Und was ist mit der rothaarigen Hure? Brauchst du gleich zwei Weiber, um dich zu verteidigen? Hör zu, das muss in keinem Blutbad enden. Ich bin sicher, wir finden eine bessere Lösung. Moment mal, jetzt erkenne ich dich erst. Wie kann das sein? Ich stelle hier die Fragen. Also rede endlich. Woher stammt dieser Schild? Elaine und Aska, Seite an Seite? Was zum Teufel? Glaub es, Kerl. Und jetzt gib uns endlich die Information oder wir holten dich an Ort und Stelle. Unfassbar. Elaine kämpft mit statt gegen Aska? Na schön, heute ist nicht der Tag, an dem ich Elaines Klingen spüren will. Ich lasse euch diesmal ziehen. Los, haut ab! Elaines Klingen? Du hast mich doch verstanden, Weib. Was fragst du so blöd? Aska ist offenbar ein elender Schwächling geworden. Doch gegen Elaine muss ich heute nicht kämpfen. Das ist... ich... Verdammt nochmal, dann gebt mir gefälligst die Information oder Elaine wird euch alle zu Blutgeistern zerfetzen. Hoho, dass der diesen Satz sagt, Leute, das muss ihm viel Überwindung gekostet haben. Aska, was zum...
Na schön, wenn ihr dann endlich verschwindet. Das Schild ist vom Heiligen Kreuzzug. Dein Gedächtnis hat wohl auch gelitten, Mistkerl. Natürlich erkenne ich den Schild als Ausrüstung des Heiligen Kreuzzugs. Aber was ist das für ein Emblem auf dem Schild? Kenne ich nicht und jetzt verschwindet. Das genügt mir nicht. Wer von euch Maden kennt dieses Emblem? Hau ab, Aska. Geh am besten zu der Schlampe Nyria vom Heiligen Kreuzzug. Vielleicht verrät sie es dir, bevor sie euch mit eurem Schwert den Kopf abschlägt. Nyria? Vom Heiligen Kreuzzug? Habt ihr die letzten Jahre in einem Erdloch vegetiert? Oder was soll die dumme Frage? Nun ja. Elaine hat es. Nyria ist inzwischen eine der wichtigsten Anführerinnen des Heiligen Kreuzzuges. Viele von uns haben schon versucht, sie zu töten. Doch das ist leichter gesagt als getan. Und dieses Miststück kennt das Emblem? Habe ich das behauptet? Ich habe gesagt, ihr sollt verschwinden und euch von dem Miststück töten lassen. Lasst uns endlich in Ruhe. Ja, verschwindet endlich und wagt es nie wieder hierher zu kommen. Lass uns gehen, Aska. Noch eine Drohung und du landest in der Ebene der Blutgeister. Aska! Heute ist ein verdammter Glückstag, Wurm. Los jetzt, Aska, wir sollten gehen. Haut ab in das Loch, aus dem ihr gekrochen seid. Ist das möglich? Spuck es in dich aus, was weißt du? Draußen. Okay, ich möchte jetzt nicht gegen alle hier kämpfen, Leute. Die sind wahrscheinlich wirklich stärker. Level 50 oder so.